Wiedergutmachung steht über dem prestigeträchtigen Unterfranken-Duell zum Rückrundenauftakt. Sowohl Aschaffenburg als auch Schweinfurt kassierten in der Vorwoche schmerzhafte 0:3 Niederlagen, wobei die vor der Saison ziemlich rund erneuerten Schnüdel insgesamt trotzdem auf eine gute erste Halbserie zurückblicken können. Etwas angespannter dagegen die Lage schon bei der ganz in Dunkel gekleideten Viktoria, die aus den vergangenen 3 Partien nur einen Zähler einspielen konnte und sich als Tabellenelfter derzeit eher nach unten orientieren muss. Das letzte direkte Duell am Schönbusch vor etwas mehr als 5 Monaten ging übrigens mit 5:1 an die Gäste, die unter den Augen von Ex-Nationalspieler Rudi Bommer auch in diesem Match den besseren Start erwischten. Nach nicht einmal 5 Minuten stibitzt sich Kevin Fehry die Kugel von Benjamin Bayer. Hans-Anapak Baka macht sich auf den Weg, spielt dann zurück zu Fehry. Der findet mit seiner Hereingabe Adrian Istrefi und der knallt das Ding an den Pfosten. Da wäre Max Grün-Backup Ricardo Döbert bei seinem zweiten Einsatz in dieser Saison machtlos gewesen. Und das war offenbar auch der Schweinfurter Matchplan. Schnelles Umschalten nach Ballgewinn, so wie auch in der 16. Minute. Wieder läuft der Konter über Anapak Baka. Dieses Mal bedient er den hinterlaufenden Christian Böhnlein. Und der schiebt dann eiskalt ein zum 1:0. Erstes Saisontor für den Routinier. Die personell nach wie vor sehr angeschlagene Heimelf in der Anfangsphase ähnlich schwach wie vor Wochenfrist in Ansbach. Die Offensivbemühungen zunächst noch völlig harmlos. Der erste richtig schöne Spielzug dann erst in der 39. Minute. Nach schöner Direktkombination bringen aber weder Bayer noch Alexandru Paraschiv den Ball im Gästegehäuse unter. Das Nachsetzen zudem wegen Stürmerfoul abgepfiffen. Dennoch die zuletzt zweimal torlosen Gastgeber nun wesentlich besser drin und kurz vor der Pause mit der bis dato besten Möglichkeit. Der Schuss von Paraschiv wird aber noch abgeblockt und ist so leichte Beute für Nico Stefan, der damit die verdiente Halbzeitführung festhält. Nach dem Seitenwechsel bekamen die 830 Zuschauer dann lange nicht viel geboten. Erst in der 59. Minute verpassen nach dem Freistoß von Paraschiv am langen Pfosten gleich 2 Aschaffenburger. Insgesamt der SVA weiter sehr bemüht und mit einigen guten Ansätzen, allerdings ohne die nötige Durchschlagskraft im letzten Drittel. Schweinfurt verteidigte diszipliniert und setzte vorn den ein oder anderen Nadelstich, wie hier in Person von Taha Aksu. Dessen starke Vorarbeit kann Fabio Bojesan aber nicht veredeln. In der 70. Minute dann Glück für die Schnüdel. Mark Henschke geht da gegen Ada Nadarolu ziemlich rustikal zu Werke. Schiedsrichter Maximilian Ziegler belässt es jedoch bei Gelb. Danach das Geschehen ziemlich hektisch mit vielen Fouls und dadurch auch wenig Spielfluss. In der 86. Minute forderten die Hausherren hier Elfmeter. Ziegler lässt aber weiterlaufen. Auf der anderen Seite verpasste Bojesan kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit die Vorentscheidung. Hatte aber keine negativen Folgen mehr, im Gegenteil, denn in der ersten Minute der Nachspielzeit setzte der nach knapp einer Stunde eingewechselte Adam Jabiri per Freistoß den sehenswerten Schlusspunkt zum 2:0 und machte damit endgültig den Deckel auf einen verdienten Sieg im Unterfranken-Duell. In der zweiten Halbzeit war es einfach ein Abnutzungskampf, denke ich. Hüben wie drüben Aktionen, viel Leidenschaft, was man gesehen hat, was halt in dem Derby, glaube ich, normal ist. Enges Spiel, wie es zu erwarten war. Ja, hart umkämpftes Unterfranken-Derby. So, wir hatten uns vorgenommen, die Anzahl der Gegentore und Großchancen des Gegners zu minimieren. Das haben wir zumindest auf jeden Fall geschafft, indem dass wir kein Gegentor heute bekommen haben. Das ist natürlich auch dann das Rezept zum Erfolg gewesen. Ich glaube, dass es einfach wichtig war, dass wir dann hinten raus auch das zweite noch gesetzt haben. Es war ein hektisches Spiel. Nichtsdestotrotz glaube ich, insgesamt ein verdienter Sieg für uns heute. Wohl wissen, dass es sehr, sehr harte Arbeit war. Ja, ich denke, dass die erste Halbzeit schon Schweinfurt verdient geführt hat. Ne? Ich glaube, aber das schon im 1:0 für Schweinfurt ein Foulspiel vorausgeht. Leider gehen wir dann in Rückstand, haben uns dann in der Halbzeit was vorgenommen, haben auch taktisch nochmal was verändert. Ich glaube, dass die zweite Halbzeit dann bei uns war am Ende des Tages. Haben schon nochmal versucht anzuschieben, haben schon nochmal versucht Druck aufzubauen. Aber wir werden unseren Weg weitergehen und hoffen, dass wir nächste Woche ein paar Spiele zurückkriegen. Zum dritten Mal in Folge bleibt Aschaffenburg ohne eigenen Torerfolg. Der Druck vor dem Auswärtsmatch bei Schlusslicht Buchbach steigt damit immer weiter. Schweinfurt meldet sich dagegen nach 2 schmerzhaften Auswärtsniederlagen mit 0:8 Toren zurück und klettert in der Tabelle wieder auf Rang 5.